Atmosphäre auf und schaltet die Computer aus. Die erste Fehlinformation verursacht dann die erste Kettenreaktion. Das Seismograph fällt aus und zeigt uns das Problem, doch die Gezeiten sind dran schuld. Gezeiten sind dran schuld. Der Wissenschaftler hat's gesehen, er rätselt um das Phänomen und bittet um Geduld. Bittet um Geduld. Indessen kämpft man weiter, umschlossen an der Leiter von der Hierarchie. Von der Hierarchie. Doch wenn man jetzt nicht aufpasst, den Augenwinkel aufmacht, dann kämpft man um nichts. Die Sonne steht seit 198 Stunden regungslos auf 3 Uhr nachmittags. 3 Uhr nachmittags. Junge Mädchen, ältere Frauen, die Plätze weiß, sie werden braun. Und das ist angesagt. Das ist angesagt. Die Schönheitsindustrie schaut sich ganz schnell ein auf sie. Und jeder sucht nach dem Gewinn. Sucht nach dem Gewinn. Alles ist ganz easy. Alles ist ganz happy, denn das Wetter ist so schön. Sonne brennt, heißer als 90 Kent. Alarmsignal, die Steppe bebt, die Lüfte wird, die Wüste lebt. Das macht uns ganz nervös, manche ganz nervös. Die Elektronik spinnt, die Zeit verrinnt. Probleme ungelöst, Probleme ungelöst. Die Luft wird immer dünner, die Hitze immer schlimmer. Jeder gibt dem anderen Schuld, gibt dem anderen Schuld. Der Wissenschaftler rätselt noch und rätselt noch und rätselt noch und bittet um Geduld.